Hallo liebe Naturfreunde, unsere Brombeeren sind reif, wir haben heute sehr viele geerntet und wollen daraus einen Likör machen. Für dieses Rezept eignen sich sowohl die kleinen Wildbrombeeren als auch größere Kultursorten. Zunächst füllen wir ca. 200 Gramm der gewaschenen Früchte in einen Messbecher. Man könnte auch die Früchte im Ganzen in einem Weckglas ansetzen. Erfahrungsgemäß geben die Früchte dann aber nicht so viel Saft und Aroma ab und der fertige Likör schmeckt nicht zu fruchtig. Anschließend gießen wir etwa 100 ml Wodka dazu. Das Gesamtvolumen von Alkohol und Früchten sollte hier ca. 500 ml ergeben. Falls dies nicht der Fall ist, noch weitere Beeren hinzufügen. Dann zerdrücken wir die Früchte mit dem Löffel. Damit das gut funktioniert und auch wegen des besseren Aromas, ist es wichtig, vollreife Früchte zu nehmen. Diese erkennt man daran, dass sie beinahe von selbst vom Strauch abfallen. Die Früchte sind dann sehr weich und saftig und beinahe matschig und lassen sich sehr leicht zerdrücken. Als nächstes füllen wir ca. 100 Gramm Zucker in eine leere Glasflasche. Dann füllen wir unser Brombeerkompott ein. Den restlichen Wodka, etwa 300 ml, kann man dann noch in den Messbecher dazugeben oder gleich in die Flasche füllen. Was haltet ihr von dieser Idee? Geht ihr auch Brombeeren sammeln? Und wenn ja, was macht ihr aus denen? Dieser Brombeerlikör muss noch etwa 3 bis 4 Wochen ziehen, bis er fertig ist. Die Früchte kann man anschließend gründlich abpressen oder für Marmelade oder ähnliches noch weiterverwenden. Zum Schluss füllen wir die Flasche noch mit Wodka auf, bis sie ganz voll ist. Falls man noch Gewürze hinzufügen möchte, würde eine Prise Vanillepulver passen. Aber für den Geschmack des fertigen Likörs ist dies nicht unbedingt nötig.